We went. 24 Counts, 4 Seiten, kein Rücken und keine Restarts. Die Schritte. Wir beginnen mit dem rechten Fuß und zwar mit den Heels. Der rechte Fuß beginnt. Heel, dann mit links ebenfalls. Heel, dann wieder den linken unter das Gewicht bringen, den rechten als Heel und diesmal Hook und wieder ein Heel. Und jetzt machen wir die ganze Routine, das heißt drei Heels mit, beziehungsweise Heel-Hook am Ende, mit links starten. Dazu muss ich das rechte Bein natürlich unter das Gewicht bringen. Das heißt diesmal mit links Heel, dann mit rechts den Heel, dann mit links Heel, Hook, Heel. Und der Unschritt ist auch hier, das linke Bein unter das Gewicht zu bringen, sodass mein rechter Fuß frei wird. Mit dem rechten Fuß geht es nach vorne, und zwar Step, Hip, Bum. Der rechte Fuß setzt nach vorne und genau im selben Moment schiebt sich die Hüfte dabei nach vorne, wieder zurück und nach vorne, sodass das Gewicht auf dem rechten Bein ist. Und mit dem linken mache ich ebenfalls Step, Hip, Bum. Das heißt vor, zurück, vor. Wie ausgeprägt ihr dabei eure Hüfte bewegen möchtet, liegt natürlich in eurer eigenen Hand, wie wohl ihr euch fühlt. Manche machen das eher ein bisschen reduzierter und manche etwas extrovertierter. Entscheidet also selbst, wie viel Hüfte sich für euch gut anfühlt. Am Ende habt ihr das Gewicht auf jeden Fall auf dem linken. Es folgt mit dem rechten ein Rock und ein Backrock. Allerdings sehr, sehr schnell, das wird gleich in der Zählung deutlich. Das heißt Rockstep und Backrock, Gewicht am Ende auf links. Und der rechte einmal über den Boden ziehend als Scuff, Hitch, das heißt das Knie kommt hoch und ein Stomp daneben, ohne dass das Gewicht wechselt. Das heißt, mein Gewicht ist immer noch auf dem linken Bein. Wer damit Schwierigkeiten hat, einen Stomp zu machen, ohne das Gewicht draufzupacken, weil man es vielleicht so gewöhnt ist von anderen Tänzen, gibt es auch einen kleinen Trick, okay, eine kleine Variation. Und zwar statt den Stomp einfach einen Tap zu machen, kann ich ja trotzdem relativ kraftvoll machen. Da bleibt auf jeden Fall der Haken oben und ich weiß ganz genau, welches Bein dann frei ist und welches nicht. Es gibt auch bei dem Scuff Hitch die Variante oder die Variation von vielen, dass bei dem Hitch nochmal gesprungen wird. Auch das kann man machen, muss man aber nicht. Entscheidet vielleicht auch danach, wie es bei euch in der Region getanzt wird. Das rechte Bein ist frei. Es folgt ein Rock-Side-Step. Also der rechte einmal erst zur Seite und dann nach vorne. Dann mit dem linken genau das gleiche. Rock-Side-Step, Gewicht ist auf links. Mit dem rechten ein Seitviertel-Close. Das heißt, ich stelle den Fuß zur Seite, drehe mich über die linke Schulter Viertel auf beiden Ballen. Und Close heißt, dass ich den rechten an den linken heransetze und das Gewicht auf den rechten packe. Und ganz zum Schluss, und dann sind wir auch wirklich fertig, ein Coaster Step mit links. Das heißt Coaster Step. Gewicht ist am Ende auf links, so wie wir es brauchen. Dann hier wäre die Seite zu Ende und wir würden wieder Heel und Heel und Heel, Hook, Heel von vorne anfangen. Das Ganze einmal mit Zählung. 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Das Ganze einmal mit Musik. Slow us down.
right now. She said, I don't need you.